Darf ich das dort hinauren gehen? Chigul gul duchtura khalait michina. Sarsari takti khina amata busas khana. Chak 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 pujanana. Chak 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 pujanana. Gul bire zid pe shifai shamma hu parwana. Chak 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 pujanana. Chak 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 pujanana. Am Anfang sind wir mit denen in Schnee. Die haben nicht gewusst, dass wir in der Bindung einfach so reinstehen können. Die haben nicht mal gewusst, was fixe Skischuhe sind. Die haben keine Ahnung gehabt, dass man Pfeile auf die Skitour tun und hochlaufen und dass es so Belege gibt, wo schnell gleitet auf dem Schnee. Es ist schwierig zu sagen, was genau die Motivation ist, aber sie sind motiviert. Es hat nichts. Da hat es Berge mit Pulverschnee, so weit, dass man schaut, aber es hat keine einzige Spur in diesen Bergen. Keine einzige Aufstieg, keine einzige Abfahrtsspur. Es ist ein unendliches Reich. Also das Skirennen bedeutet mir insofern etwas als, also vielleicht nicht unbedingt das Skirennen an sich, aber an und für sich, dass wir das Skifahren nach Afghanistan bringen konnten. Wir sehen das natürlich gerne in einer Art Parallele mit den Engländern, die vor 150 Jahren das Skifahren in die Schweiz brachten. Es gab auch verschiedene Verletzungen, wenn auch keine gravierenden. Wir hatten Platzwunden, wir hatten verdrehte Knie, wir hatten geprellte Schultern. Meine kleine Schachtel mit Schmerztabletten leerte sich auf jeden Fall rapide, aber das sind Afghanen und das sind harte Leute. Musik.